Frau Merkel, Sie seien erschrocken und entsetzt, was an menschlichem Leid durch die Bombenangriffe entstanden ist. Das haben Sie angesichts der russischen Luftangriffe auf Aleppo gesagt. Und ich stimme Ihnen zu, was sich in und um Aleppo abspielt, das ist brutal und barbarisch. Die Luftangriffe, die Kämpfe und das Blutvergießen, das muss endlich gestoppt werden, ganz klar und so schnell wie möglich. Aber wir finden es schon erstaunlich, dass Ihr Entsetzen über die Gräuel und die Barbarei von Kriegen sich nur dann Bahn bricht, wenn russische Maschinen ihre Bomben abladen. Glauben Sie wirklich, dass das Sterben unter amerikanischen, britischen oder französischen Bomben mit Unterstützung deutscher Tornados weniger leidvoll ist? Mindestens 1,3 Millionen Menschenleben haben die sogenannten Antiterrorkriege des Westens, die in Wahrheit immer Kriege um Rohstoffe und Absatzmärkte waren. 1,3 Millionen Menschenleben haben diese Kriege allein in den letzten anderthalb Jahrzehnten ausgelöscht, überwiegend Zivilisten. Kriege, an denen Deutschland indirekt oder direkt immer beteiligt war. Kriege, mit denen deutsche Waffenschmieden glänzende Geschäfte gemacht haben. 1,3 Millionen Tote, ungezählte Millionen Verletzte und aus ihrer Heimat Vertriebene. Ich frage Sie, Frau Merkel, wo war da Ihr Entsetzen? Und vor allen Dingen, wo sind die Konsequenzen, die Sie daraus ziehen? Auch wir wissen, dass es in der Außenpolitik unvermeidlich ist, auch mit unangenehmen Regimen zu reden. Aber es gibt doch einen Unterschied zwischen Reden und Hofieren. Sie haben gerade wieder über die Bekämpfung von Fluchtursachen gesprochen. Sie haben über die Gefahren des Terrorismus gesprochen. Und da wählen Sie als Ihren bevorzugten Partner zur Lösung der Flüchtlingskrise ausgerechnet den Terrorpaten Erdogan, der mit seiner blutigen Politik gegen die Kurden im eigenen Land und mit seiner Unterstützung von islamistischen Terrorbanden in Syrien geradezu eine personifizierte Fluchtursache ist. Das ist doch völlig irrational. Und die Verwandlung der Türkei in ein Flüchtlingsgefängnis, unter Oberaufseher Erdogan, der Europa grenzenlos erpressen kann, weil er immer den Schlüssel zu diesem Gefängnis in der Tasche behält, das ist doch keine Lösung, das ist doch eine moralische Bankrotterklärung.